Privet. Mia, schön, dass du da bist. Setz dich doch. Ja. Mia. Weißt du, warum ich dich hergerufen habe? Nee. Miami, Chicago, Schneider. Du hast wohl gedacht, du kannst uns ewig an der Nase herumführen, was? Nicht einen Frank Krause. Mia, du bist ja nun wirklich sowas von talentiert. Eine starke Frau, die auf der Bühne steht und nur so vor Kreativität sprüht. Und du bist, und das darf ich dir mal so sagen, eine der hübschesten Schülerinnen, die mir jemals untergekommen sind. Ja, da geht einem als Lehrer, aber auch als Mann mir das Herz auf. Und ich habe eine ganz tolle Idee für uns beide. Wie wär's denn, wenn du deinen Vater, Ulf Schneider, fragst, ob er nicht vielleicht bei uns eine kleine Rolle übernehmen möchte? Hm? Ich glaube nicht, dass er das machen würde. Er ist super beschäftigt und macht eigentlich auch kein Theater. Also ich glaube, er würde Nein sagen. Du, Mia, ich habe dafür natürlich totales Verständnis, dass das für Ulf Schneider schwierig wird mit den Terminen. Aber weißt du, Mia, wenn es jemand schafft, Ulf Schneider dazu zu bringen, bei uns mitzumachen, dann ist das ja wohl seine hübsche, süße Tochter mit ihren überzeugenden und starken Argumenten, oder? Ich kann es einmal probieren. Ich würde mich so freuen, weißt du. Das wäre für mich und auch für dich und auch für Ulf Schneider wirklich ein Geschenk, ja? Ich danke dir, Mia, ja? Mach's gut. Hi. Na? Komm, setz dich doch. Das ist Elmar. Ja, der Letzte. Guck dir mal die Gesichter an, jedes einzelne. Ganz neutral, ganz konzentriert. Aber das war so ein unfassbarer Schimmelgeruch im Raum. Ich glaube, wir wurden alle verstrahlt an dem Tag. Und die nächsten Tage auch noch. Aber es hat uns nichts ausgemacht. Wow. Und der alte Schule, ne? Oh, was ich dich fragen wollte. Unser Schauspieler, Herr Krause, kennt irgendwie deine Serie. Und wollte fragen, ob du bei einem Stück mitspielen willst. Aber es wäre ein Theaterstück und ich dachte, du willst wahrscheinlich eh nicht. Das Schauspielschultheater. Ja, meiner Schauspielschule. Und was zahlt er denn? Wahrscheinlich gar nichts. Gar nichts? Nee, natürlich nicht. Tut mir leid, aber das weißt du im Grunde okay, auch. Okay, ne? Dachte ich mir mal schon, dass du... Ja. Also habe ich mir auch gesagt, dass du wahrscheinlich gar keine Lust hast. Cool. Okay, gebe ich so weiter. Ja. Was ist denn die Rolle? Die Rolle? Der Vater von Moritz Stiefel wäre das. Also Frühlingserwachen. Rentier Stiefel. Rentierstiefel, meinst du? Weißt du, was ich mach's? Du machst. Weil du es bist. Toll. Ich hab was gut bei dir. Kannst du dem Lehrer sagen, der freut sich. Toll, ja, sag Bescheid. Alle freuen sich. Ja. Alle freuen sich richtig. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Tschüss. Ulf Schneider. Herrlich. Die Natur ist schon was Feines, hä? Huh? Magst du die Natur? Ich sehe. Echt? Hm. Nach allem, was sie dir angetan hat? Der Junge war nicht von mir. Der Junge hat mich... Gucken die auch noch. Der Junge war nicht von mir. Der Junge war nicht von mir. Der Junge hat mir von klein auf nicht gefallen. Wolf. Der Junge hat mir von klein auf nicht gefallen. Nicht stören. Ich bin im Flow.
Kannst du Text? Ja. Ah, dann machst du mal Taschentuch oder so? Nee, dann nicht. Oh. Alright, Ulf. Okidoki. Zieh's hoch. Zieh's hoch. Zieh's hoch, mein Kind, zieh's hoch. Kommt das nicht aus irgendeinem Gedicht? Zieh's hoch, zieh's hoch. Ist mir jetzt gerade so? Nee, vielleicht ein Porno. Bist du frech? Oh Gott. Der Junge war nicht von mir. Bin noch weit? Der Junge war nicht von mir. Der Junge hat mir von klein auf nicht gefallen. Kannst du mal lesen, ob ich das richtig sage? Nur die Zeilen. Jetzt geht es nicht um irgendwie Pronunciation oder so, sondern nur um... Sondern nur um... Hier. Okay. Warte mal. Ab der. Okay. Der Junge ist nicht von mir. War nicht von mir. Das ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Erstmal geht es nur ums Grobe. Also es geht auch nicht um die richtigen Worte. Gut, ihr Lieben, ich habe eine ganz, ganz besondere Überraschung für euch heute. Ulf Schneider! Ist das nicht geil? Liebe auf Rollerskates, Leidenschaft am Sylter Strand. Mal gesehen? Ich hatte sogar die Frisur von Ulf Schneider damals in den 90ern, als ich die Mütze noch nicht hatte. Ach, Mia, schön, herzlich willkommen. Hey, das ist der Ulf. Ulf, komm zu uns. Ulf Schneider. Darf ich dich vielleicht gleich einmal zur Begrüßung einmal? Komm auf die Bühne zu uns. Upsala. Super, genau. Schön, dass du da bist, Ulf. Freue mich sehr. Ja, Mimi, können wir vielleicht erstmal für den Anfang ein Foto erstmal machen? Von euch beiden? Ja, von uns beiden, Mimi. Ja, bitte. Warum nicht? Genau, danke, Ulf. Schön. Ich komme mal ein bisschen auf die andere Seite, dann sieht man den Ring ein bisschen besser. Ne? So. Wo ist die Kamera? Lieber. Da? Genau, da, genau. Die Lichter müssen noch ein bisschen runter. Das ändern wir alles noch. Wir müssen noch ein bisschen runter, aber das ist ein bisschen schwer, so zu gucken. Ne? Das ändern wir noch. Ja. Okay, so oder? Ja, super. Danke. Danke, Mimi. Super. Ja, prima. Cool. Vielen Dank, Freddy. Geh doch mal wieder auf deine Position. Das ist meine Position. Das ist deine Position. Du bist ganz frei. Nur mal nachfragen. So frei es geht auf dieser Bühne. Du machst so das. So frei es geht auf dieser. Bisschen zurück, die Damen. Ein ganz klein bisschen Menschen zurück, dass ich ein bisschen mehr Raum habe. Ernsthaft? Ne? So? Ein bisschen zurückhalten. Ne? Ein bisschen. Der Junge war nicht von mir. Der Junge war nicht von mir. Die Text. Mimi, Text. Die Konzentration geht so schnell flöten, wenn man gerade in so einer Situation ist, wo man nicht auf die Bühne kommt. Die Mimi, ich habe nur keine Vorbereitung. Ich komme da einfach die ist runter. So schlecht vorbereitet. Komm, jetzt mach rein hier. Ja, genau, ist ja gut. Der Junge war nicht von mir, der Junge war nicht von mir, der Junge hat mir von klein auf nicht gefallen. Der Junge war nicht von mir. Der Junge war nicht von mir. Halt, stopp! Das geht doch so nicht. Sag mal, Isabel, setz dich doch mal wieder hin jetzt! Das ist versteckte Kamera. Nee, du, sorry, das ist ganz wirklich... ehrlich. Das ist, ich tue den Gefallen, das weißt du, ne? Ich weiß, Ulf, das ist unsere Praktikantin, die hat keine Ahnung von gar nichts. Ulf. Der Junge war nicht von mir. Der Junge war nicht von mir. Der Junge hat mir von Anfang an nicht gefallen. Der Selbstmord ist der denkbar bedenklichste Verstoß gegen die sittliche Weltordnung. Nimm die Text. Ist der denkbar bedenklichste Beweis? Ist der denkbar bedenklichste Beweis für die sittliche Weltordnung oder der... Mimi, was? Indem der Selbstmörder den Urteilsspruch zu sprechen erspart und ihr Bestehen bestätigt. Ulf? Ulf? Ja. Wir machen erstmal weiter einfach. Mhm. Kommt er nochmal zurück? Nö. Ulf Schneider. Thank you.
Alles begann ganz harmlos. Wir flanierten durch das sonnengeflutete vorbei an der Alster. Was ist denn deine Hand? Wissen Sie, das ist eine Waffe aus dem Fundus. Ja. Mia! Was denn? Schon wieder! Was denn schon wieder? Du sollst nichts aus dem Fundus nehmen! Ich kenne keinen professionellen Schauspieler oder Schauspielerin, die Props aus dem Fundus nimmt. Das ist unfassbar. Komparsen machen das. Ich habe eine Schauspielerin gezeugt und deine Mutter hat eine Komparsin zur Welt gebracht. Zu mir reicht dein Talent nicht. Danke, danke. Papa, was soll das denn? Wie redest du denn mit mir? Ohne Mist, du sitzt hier rum und guckst dir deine doofen Filme von der Matze an. Was bist du denn, Arena, für Schauspielerei? Du bist unglaublich schlecht. Weißt du das überhaupt? Du bist so ein schlechter Schauspieler. Niemand kennt Leidenschaft am Sylter Strand. Niemand. Und das kennt auch niemand. Und sowas will ich auch einfach nicht. Bäh, bumm, bumm, bumm. Nicht zu viel. Sonst sind wir in zwei Sitzungen schon fertig. Und das wollen wir doch nicht. Dos vidania.